Und wieder herzlich willkommen zurück bei World War Z mit Letus. Guten Tag. Guten Tag. So, zweite Folge quasi in Moskau, und zwar der Schlüssel zur Stadt. Und ja, Letus muss noch bereit drücken, was er jetzt gerade getan hat, und dann geht's schon los. Wir leveln auch komplett gleich, ja? Beide Level 10? Ja, darf mich ja wundern, wenn es anders war. Ja, also ich spiele den Charakter, also die Klasse beziehungsweise, spiele ich ja so privat auch gar nicht. Weil das ist wirklich die einzige Klasse, die ich jetzt noch nicht fertig gelevelt habe. Die anderen konnte ich jetzt alle schon auf Level 30 tätigen und auch schon ein bisschen probieren, ehrlich gesagt. Ja, der Bumble ist ein bisschen durchdreht und hat alles auf Maximum. Ja. Also ich bin gerade dabei, quasi alle Fähigkeiten von jeder Klasse freizuschalten, damit ich da komplett, ich sag mal so, mich frei entfalten kann, ja? Also jede Klasse kann man ja quasi auf, naja, ich sag mal so, auf zwei Spielarten spielen. Und da bin ich gerade ein bisschen am Probieren, was gut ist und was, naja, nicht ganz so toll ist. Da können wir aber gerne später nochmal ein paar Guides zu machen. So, machen wir's. Oh, hier ist eine Sprengladung. Schau mal her, Bumble. Warte. Wo bist du da? Direkt hinter der Säule. Boah, ist ja übelst auffällig. Ja. Das ist eigentlich relativ selten für Sprengladungen, dass sie so frei offen sind. Und hier vorne war sie auch noch ein Spot, aber es ist halt jetzt fraglich, ob da eine liegt. Du hast die jetzt mitgenommen, ja? Ja. Aber ich muss mal ganz kurz niesen. So, hab mich kurz gemutet. Jetzt geht's weiter. Also hier, ich hoffe, dass ich mich gemutet hatte. Hier in dem Aufzugsschacht. Ja, man hat nichts gehört. Ja, den Aufzugsschacht, da ist hier, auch öfters mal eine. Drin. Genau. Und wo noch eine drin ist, ist dieser andere Schacht beim Auto. Zeige ich euch gleich. Da können wir auch gerne nochmal später einen Guide zu machen, wo. Ach, Scheiße. Wo später Hilfe. Dings drin sind. Sprengladung. Was heißt denn Scheiß? Ach, da hinten bist du. Ja, genau. Ich komme. Während ich die Sprengladung montiert habe, sind die ganzen Viecher aus dem Aufzug rausgekommen. Okay, du bist ja eh tot, ja? Gut. Ich liege am Boden, ja. Gut. Ich hab nämlich gerade noch eine Splittergranate auf dich geschmissen. Okay. Ja, wer tot ist, der ist halt tot, ne? Da gibt's kein zweites. Aber, ach nee, du hast ja selber ein Medipack. Ich hätte gerade gesagt. Ich kenne da noch einen guten Sanikasten. So, und hier ist meistens noch eine Sprengladung bei diesem Auto. Aber diesmal nicht. Das hier kennst du auch, ja, Lewis? Ich schau gleich mal. Achso, da hinten bist du noch. Hier in dieser Treppe, wo das Auto hier runtergerutscht ist. Das, ja, auch, genau. Das auch öfters mal eins. Ja. So, was haben wir hier für Waffen? Schrotflinte? Nee. A defense protocol beneath the Kremlin. A nerve agent. In case of foreign occupation, nerve gas would be spread throughout the... Kettensäge, die wird auch mega selten genommen, oder? Ja, weil halt die Schusswaffen einfach besser sind. Haben wir nur irgendwo Ausrüstung? Ja, hier hinten, wo ich gerade bin. Ah, perfekt. I'll see what I can find. Coming out. We'll cover you. I can feel it. Stand your ground. Vor allem, der rennt auch eiskalt weiter, der Typ, ja? Anstatt mal stehen, ja, zu bleiben. Wäre der überrannt, der Idiot. Ich hab mal hier die Tür zugemacht, damit hier nicht weiter noch wer reinkommt. So, ich safe uns mal von hinten. Hier, wir einen Bullen. Wie sieht's aus bei euch? Gut soweit.
Wir müssen bloß schauen, dass die Zombies weggingen, dann kann ich den Typen wieder aufheben. Okay. So, jetzt so. Oh! Ah, oh, ich hasse die! Hilfe! Da steht der hintere Ecke, dieser Bastardo! I got the door open. Come take a look. I have a defense kit. So, was hat man hier? Maschinenpistole, die habe ich auch noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Die level ich aktuell gerade. Achso? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja hier diese Dreischuss-Pistole, oder? Ja. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Ich glaube, dass die nur besser wird. Look outside. We're living in hell. Meinst du, ich kann sie auch mal spielen? Bestimmt. Na, pass auf, ich hole sie mir auch mal. You're right. We've been given an opportunity. We can't turn a blind eye. Fate has chosen us to take a stand. Mount a defense. Also gelevelt habe ich sie auch noch nicht. Da ist er noch komplett auf 1. Und was ich noch nicht gelevelt habe, ist die... ist das die doppelläufige Schrotflinte? Ja, es gibt eine Sekundärwaffe, die doppelläufige Schrotflinte ist. Ja, genau, das ist die. Die habe ich auch noch nicht gespielt. Also noch nicht wirklich. Na ja, nicht. Nur mal zur Not. Von der Seite kommen sie? Mit? Ja. Falls ich pulle. Oh, ist schon down. Wer hat denn eigentlich das Feuer da gerade aktiviert? Keine Ahnung. Okay. Die Splittergranaten, wenn die Feuer machen würden, das wäre auch nochmal geil. Aber ich glaube, das kommt ja, das nicht, ne? Nee, weil die. Was ist dann ja die Molotovs können Sinn mehr machen. Ja, stimmt. Ja, obwohl, die Claymores, wenn die explodieren, die hinterlassen ja auch eine Feuerpfütze. Ja, die kannst du so skillen, das ist richtig. Revolver. Revolver, den kann man auch nicht leveln, oder? Doch, natürlich. Das ist eine Sekundärwaffe. Na gut, aber den Granatwerfer, den kleinen als Sekundär, die kann man ja auch nicht leveln. Das weiß ich jetzt nicht. Also das ist ein kleiner Granatwerfer, ich glaube, der hat 4 Schuss. Schießt auch immer so eine einzelne Granate ab. Ist eine Sekundärwaffe und die kannst du, glaube ich, gar nicht leveln. Echt nicht? Nee. Okay. Und ein Sturmgewehr. Nehmen wir doch das erstmal. Besser wie ja nicht. Oh, eine Kampfschrotflinte oder ein Sportkarabiner. Ich weiß nicht. Nimm mal die Kampfschrotflinte. Ja, die macht auch Spaß. Was sich immer nur sehr komisch anhört, ist, wenn die später einen Schalldämpfer drauf hat. Na, so weit habe ich den noch gar nicht. Das hört sich, Creeper. Das hört sich so falsch an. Eine Schrotflinte mit Schalldämpfer. Hier haben wir noch eine MP. Ah, jetzt kriege ich verbesserte MP, dann muss ich natürlich meine Schrotflinte liegen lassen. Ah, wie schade aber auch. Voll in einen Zombiehaufen neigesprungen, richtig geil. es ist ein Bull hinter euch.
Ach da. Haben schon. Das ist echt Wahnsinn, wie verwundbar die am Rücken sind. Ja, ja, ja. Die gehen so schnell down. Hast du auch diese, ich sag mal, diese Veränderung gesehen, wenn du den Rücken reinschießt quasi? Dass der Kampfanzug, sag ich mal, abblättert. Ja, der ist ja quasi schon ein Loch drin, deswegen nimmt er ja mehr Damage von hinten. Was haben wir denn hier? Kampfschrotflinte, Sturmgewehr oder Scharfschütze? Ich glaube, ich spiele wieder Scharfschütze. Toy? Thank you, hat er gesagt. Weil ich ihn kalt hab. Achso. Kommt man hier gar nicht hoch, doch hier. Hä, was soll denn jetzt? We cannot allow innocent people to die. Wo wird jetzt ihm mal verbesserte MP hingeschmissen? Hä? Keine Ahnung. Jetzt habe ich auf einmal Stufe 3 Schrotflinte. Aha. Nee. Aus Versehen ausgerüstet gehabt. Da ist noch irgendwo Sinn. Aha, warum komme ich hier nicht hoch? Sind Schreihals da hinten irgendwo? Naja. Wie such denn mal? Gefunden. Ich kümmere mich mal um die Leichen. Wo ist denn die? Da. Na, nothing. Keep looking. We got nothing here. Focus on the ball! Ein Schuss mit dem Scharfschützengewehr in den Rücken von dem. Ja, wie gesagt, wenn du das von hinten bearbeitest, dass die Viecher dann. Ich hab den Schlüssel. Ach schon, nice. We must be ready to defend them. So, naja, gut, Verteidigung haben wir eh schon gemacht, oder? Ich glaube, alles, was ging. Ich glaube, ja, ja. Hast du noch eine Sprengladung? Nee. Wer schießt denn da mit dem Mörser? Hast du das gerade gehört? Achso, ja, bist du gerade drin im Haus? Kannst du mal die Ketten aufmachen? Ja. Dann kann ich hier auch mal rein und raus, das wäre ganz cool. Oder wir lassen sie zu und dann kommt gar keiner mehr rein. Aber ich glaube, dann kommen auch die Zombies nicht rein. Vielen Dank. Bitte. Kampf starten. Achso, der ist von der anderen Seite, okay. Ich hab noch was für die Bumble. Oh, was hast du denn? Oh, vielen Dank. Firma dankt. Bären sie uns bald wieder. Ich starte jetzt einfach mal, ja. Ich warte jetzt die 10 Sekunden ja. Nicht mehr ab. Passiert eh nichts mehr. Hau raus. Habe ich jetzt gemacht. So, wo schießt der Mörser hin? Da vorne, okay. Von innen. Da ist auch noch ein Schreihals. Bezieht's euch, Leute. Oh, hinter mir. Dankeschön. Ah, oh, Creature auf mir. Ich komme. Ich bin oben.
Oh, da kommen jetzt einige. Und Bulle. Wo ist jetzt der Bulle? Der ist runtergefallen. Haben. Ich eile. Warum komme ich jetzt nicht hoch? Hallo? Spiel, danke. Hier hinten ist noch ganz schön was los. Ich stehe gerade mitten vorm Tor, ich bin ganz schön beschäftigt. Okay, 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 dann bleibe beschäftigt. Mal ganz schnell hier Munition nachtanken, ich habe nichts mehr da. Da ist schon wieder ein Schrei halt. Boah, die sind aber ganz schön oft jetzt hier, muss ich sagen. Ist ein bisschen penetrant, ja. So, weg ist er. Okay, bei mir sieht's gut aus hier. Auf der Seite. Gut, haben wir geschafft. If anyone can hear my voice, leave Moscow immediately. Do not pack your belongings. Do not wait. Leave now. The city will soon be engulfed in a deadly nerve gas. No one will survive. God be with us all. Ja, nun lauert nicht, kommt einfach. Everybody, back to the sewer. Bumble, ich mag dich nochmal heilen. Magst mich nochmal heilen, ne? Heile mich. Warte, heile mich am Mörser? Ich hab nicht einmal ein Medipack. Ist mir gerade auf für ein Kriegssystem. Okay, danke schön. Ja, wir müssen eigentlich eh nur flüchten, gell? Ja, ja. Ich wollte gerade einfach nur noch ein paar Kills schnappen, quasi. Und noch ein paar Granaten schmeißen, vielleicht treffe ich da hinten noch was. Ich höre hier noch was Großes. Ach, hier. Ja, ein Bulle. Sind wir alle? Ja, ja, wir sind alle da. Yay, gewonnen! Your message to the living. What makes you think he cares? How far to the bunker? Not far. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Somit die nächste Mission erfüllt. Oh, ey, sag mal, wieder ganz schön. Obwohl, nee. Letos ist ja weit hinter mir. Du warst gut diesmal, ja. Ja, aber wieder zwei hinter den ersten. Ah, Mann. Oh, direkt auf Level 12 hochgegangen. Und die Feuerstoßpistole. Yay, ich hab's ein bisschen gelevelt. So, Ja, ich hab meinen Feuerstoß jetzt auch auf Stufe 3. Also, ich werde jetzt Dings leveln. Kopfgeldjäger, also quasi Spezialzombies, 25% mehr Schaden. Wenn nicht, kann ich immer noch mal umswitchen auf Leben. Nur mal gucken, wie es okay. am besten läuft. Ja, ich denke mal, so ist mit der Skillung einmal ganz gut. Juti, ich würde sagen, wir sehen uns denn in der nächsten Folge wieder, denn es ist quasi der Nervenkrieg. Die letzte Mission in Moskau. Juti, bis... Haut da rein. Jetzt bin ich durcheinander gekommen, Entschuldigung. Haut da rein, tschüss! Guten Tag. Was, guten Tag? Nee, auf Wiedersehen. Oh, Hilfe. Irgendwie sind alle verwirrt. Ja, egal. Wir machen mal eine ganz kurze Pause. Hilfe.